Dann sehe ich ihn mit einem Schmetterling ganz sachte, ganz leicht. Das kleine Wesen will nicht fort von ihm und ist so zutraulich, dass mir manchmal scheint, Klaus selbst wird zum Schmetterling. Und alles, was schwer war zwischen uns, weicht und alles wird gut. Und auch wenn sich mein Verstand dagegen sträubt, sagt etwas in mir, so würde ich ihn am liebsten im Gedächtnis behalten.